Servus und herzlich willkommen hier zur ersten Mod-Vorstellung. Ich wollte schon sagen zu einer weiteren, aber wir sind natürlich hier bei der ersten Mod-Vorstellung vom Winter Resource Simulator. Und heute geht es um eine Schneekanone, die werden wir dann weiter umbesichtigen. Aber ich habe schon mal das Ganze hier getestet, habe hier mal ein paar Haufen angeschoben. Und ich muss sagen, an sich funktioniert schon mal nicht schlecht vorab. Aber was mir gleich mal aufgefallen ist, man sieht es glaube ich hier hinten, wir werden da mal kurz hinfahren mit dem Bulli. Die Schneekanonen sind leider alle beim Speichervorgang abgestürzt. Was heißt beim Speichervorgang abgestürzt? Ganz einfach, sie sind nicht mehr da, wo sie ursprünglich platziert worden sind. Wenn wir jetzt hier hinter schauen, hier schneit eine Schneekanone ganz schön ordentlich, aber nicht dort, wo sie hin soll. Nicht dort, wo sie positioniert worden ist. Und das ist dementsprechend ja eher suboptimal. Also warum die nicht so stehen bleiben, müsste getestet werden mit der Standard-Schneekanone, die ja im Spiel bereits vorhanden ist. Ob die dann wenigstens stehen bleibt oder ob die auch verschwindet, das müssten wir uns ansehen. Aber jetzt fahren wir erstmal hoch zur dementsprechend neuen Kanone, denn ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Um was handelt es sich genau bei dem Mod? Der Mod ist unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Es handelt sich hierbei um eine Schneekanone, einen Schneeerzeuger von Technoalpin. Und zwar um die T60. Diese wurde circa im Jahr 2007 eingeführt. Seitdem gibt es diese Schneekanone und wird auch seitdem regelmäßig verwendet. Ist in sehr vielen Skigebieten auch im Einsatz. Es ist die Technoalpin T60. Wir setzen mal hier die Fräse unserer Windmaschine runter und ziehen hier eine schöne Spur hoch, damit irgendwann mal das hier auch schön repariert ist. Ja, welcher Spielstand ist das hier? Das ist weder der Livestream-Spielstand, noch ist das meine selbst kreierte Map. Ich glaube, das sieht man. Okay, gut. Die Frage brauchen wir uns nicht mehr stellen, welche auf dem Platz bleibt und welche nicht. Da hat die Mod-Kanone definitiv noch Probleme, weil die sind hier beide nebeneinander wunderbar dagestanden. Da muss auf jeden Fall modtechnisch noch ein klein wenig nachgebessert werden. Wir versuchen jetzt das Ding hier irgendwie wieder auf das Schild zu bekommen. So, können wir sogar, perfekt. Dann stellen wir das mal hin und dann schauen wir uns mal an, wie es dem Schneeerzeuger denn so ergeht, sage ich mal, was die Unterschiede sind zwischen den beiden und so weiter und so fort. Wie ist die Steuerung, wie ist die Handhabung, wie ist an sich die Qualität des Mods, wenn wir uns das Ganze im Fotomodus ansehen. Das werden wir uns jetzt alles zu Gemüte ziehen. So, dann würde ich sagen, setzen wir das gute Ding mal runter. Upp, ich wollte eigentlich nicht nach vorne fahren. Noch mal ein Stück zurück. Die Fräse auch runter kann auf dem Schwerpunkt helfen. So, perfekt. Haben wir aufgesetzt am Boden. Dann würde ich sagen, stellen wir noch mal den Bulli ein bisschen zurück. Den verfahren wir jetzt erstmal in Richtung Garage. So, genau, also wir haben jetzt einen Spielstand, der rein nur dazu da ist, dass wir hier neue Mods austesten können. Und das werden wir auch dementsprechend machen. Wir werden immer wieder mal Mods hier testen. Sobald es wieder neue gibt, werden die getestet und dann hoffe ich mal, dass wir da dann auch richtig gute Mods mitkriegen. Vielleicht auch andere Pistenraupenhersteller, vielleicht andere Pistenbullis, da gibt es ja auch noch einiges. Im Sortiment sind ja nicht nur die drei, die hier Käsebohrer in ihrem Sortiment haben. Dementsprechend hofft man, dass da noch einiges kommen wird. Aber jetzt erstmal hier zum ersten Mod. Der Mod wurde erstellt vom Austria Modding Team. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und da sieht man schon mal einen Punkt, der mir grafisch überhaupt nicht so gefällt. Und zwar ist das das hier. Also auf deren Seite ist das hier schön grau. Da muss beim Hochladen, glaube ich, irgendwas schief gegangen sein. Also das sieht schon mal nicht ganz so schön aus. Also das sieht man hier auf jeden Fall, ja, beim Original-Ding ist schon ein bisschen besser. Gut, dann würde ich aber sagen, gehen wir in den Fotomodus, weil da sehen wir das Ganze mit Abstand am besten. Hier können wir wunderbar reinzoomen und alles. Können hier auch schön nach oben. Hoppala, das war jetzt nach unten. Genau, dann können wir uns den Mod hier wunderbar ansehen. So.
Gut, was haben wir hier rum? Das ist die Meteor Station. Das ist einfach, um für die Schneekanone den optimalen, ja, wie soll ich erklären? Die Schneekanone kann den besten Schnee erzeugen, wenn sie weiß, wie die aktuelle Wetterlage ist. Wie kalt ist es und so weiter und so fort. Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit? Das alles spielt natürlich auch bei der Schneeerzeugung eine große Rolle. Und dementsprechend gibt es das Ding auch mit dieser Meteor-Station. Damit kann die Schneekanone im Einsatzfall optimal auslesen, ja, welche Wetterbedingungen haben wir und was muss eventuell automatisch angepasst werden, um die beste Schneeerzeugung zu garantieren. Dazu haben wir natürlich vorne ein Arbeitslicht, damit dass man auch sieht, aha, wo, wenn es in der Nacht ist, ich baue das Ding auf. Also das Ding wird tagsüber hingestellt, ich will in der Nacht aber die Position beispielsweise ändern. Wo muss ich denn genau hin? Dann habe ich da vorne ein Licht, dann sehe ich genau, wo der Schneestrahl hingeht. Wir können das Ding nachher gleich auch mal anschalten. Wenn wir hier jetzt mal ein bisschen runtergehen, ich hoffe, das geht soweit schön smooth. Whoop. Genau, haben wir hier das Bedienelement, die Steuerung, damit das auch der Schneeerzeuger, also der angestellt ist, um den Schnee zu erzeugen. Da gibt es ja auch meistens in jedem Skigebiet extra Leute, die nur da sind, um das zu machen, können hier das Ganze wunderbar steuern. Wir haben hier ein Drehrädchen, damit dass man den Winkel der Schneekanone dementsprechend einstellen kann und so weiter und so fort. Das hier ist eine mobile Station, aber eine mobile Station in der Hinsicht, dass du eben eine Pistenraupe benötigst, um sie zu transportieren. Der Vorteil hierbei ist aber, ich kann, wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen in den Player-Modus, ich kann die Schneekanone gleich steuern wie die, was normalerweise im Spiel drin ist. Heißt, mit B schalte ich es ein. Und sieht man, kommt der Schnee raus. Schaut mal wieder aus. Mit C und V kann ich sie nach links und rechts drehen. Und da sieht man schon den großen Unterschied von dieser Schneekanone zu anderen. Denn wenn man hier auf die Aufnahme schaut, ich muss die Schneekanone zum Anheben nicht in eine gewisse Position drehen. Im Gegensatz hier ist das Ding auf dem Drehturm, sage ich mal, montiert. Und wenn ich hier links und rechts drehe, dann dreht sich das mit. Hier hingegen nicht. Also ich kann jetzt beide gleichzeitig steuern, also weil ich genau in der Mitte drin stehe. Aber hier muss ich die Schneekanone wirklich perfekt ausrichten, um sie auszunehmen. Das ist halt bei dem Mod hier nicht der Fall. Wir haben ja auch noch eine Halterung für Helm beispielsweise oder Kopfschutz, je nachdem. Kann man halt alles draufhängen. Gut. Von wann ist eigentlich diese Schneekanone? Die Schneekanone gibt schon länger auf dem Markt. Aktuell findet man sie nicht mehr auf der Technoalpin Homepage. Da findet man nur noch die T40. Die T60 wurde das erste Mal in Betrieb genommen im Jahr 2007. Dort sind die ersten Geräte, was ich so im Netz rausfinden konnte, zu Testzwecken gestartet worden und auch in Skigebieten angewendet worden zur Schneeerzeugung. Und was ich so mitgekriegt habe, sind auch die Betreiber alle sehr zufrieden mit dieser Schneekanone. Also ja, preislich geht es hier je nach Ausstattung hoch bis 75.000 Euro, was jetzt auch nicht gerade wenig ist, so viel muss man schon sagen. Und ja, so viel mal zur Kanone an sich. Wie gesagt, wir können die komplett steuern, wir können die um 360 Grad herumdrehen, je nachdem wie wir das möchten. Gut, jetzt dreht sich die natürlich auch mit, weil wir in der Mitte stehen. Aber das ist ja egal. Also die können wir so oft drehen, wie wir möchten. Wir können das Ding jetzt nochmal zu uns drehen und ein bisschen absenken. Genau. Wie funktioniert eigentlich so ein Schneekanonenprinzip? Du hast hinten einen Ventilator, der bläst mit ordentlich Druck Luft durch. Kannst dir vorstellen, wie so eine Turbine eben. Hier hinten sind die Schaufelräder, da hinten ist ein Elektromotor drin. Das Ganze wird natürlich mit Strom befeuert, nicht mit Diesel oder Benzin, weil ja, du hast überall, dementsprechend zeige ich euch dann unten, stehen so Hydranten, nennt man die. Die haben auch einen Stromanschluss, einen Wasseranschluss und da bekommt das Ding Wasser und Strom. Genau, hinten wird der Ventilator eingeschaltet, der bläst dann ordentlich kalte Luft nach vorne draus, deswegen fliegt auch der Schnee so schön weit. Und wir können ja da mal kurz auf die andere Seite gehen, weil dann funktioniert nur diese Kanone. Dann drehen wir die mal ein Stück zur Seite. Wie gesagt, das ist rein nur eine Map zum Rumexperimentieren, rein nur für Mod-Vorstellungen.
die wird immer wieder auf einen gewissen Stand zurückgesetzt, um dort dementsprechend den nächsten Mod vorzustellen. Gut, wenn wir uns jetzt hier so die Schneekanone im Detail ansehen, das ist wie gesagt hier die originale. Hier haben wir auch ein Bedienpendel, vermutlich erst zum Aufmachen. Aber wenn ich hier vorne beispielsweise reinschaue, die ganzen Wasserdüsen, die sind hier alle schön dreidimensional rausgemoddert. Hier drin der Ventilator sieht auch relativ hochauflösend aus. Wenn ich jetzt aber im Gegensatz hier zuschaue, hier sind auch überall die Wasserdüsen, aber die sind nur als Bild angedeutet, als 2D-Fläche, ebenso auch der Scheinwerfer, da ist keine Dreidimensionalität dahinter. Das finde ich ein bisschen schade, das hätte ich mir schon gewünscht. Vor allem, es hat jetzt ja doch, glaube ich, über einen Monat gedauert, bis das dann mal der erste Mod rauskam. Da habe ich mir schon erhofft, dass das besser aussieht. Man muss aber auch dazu sagen, der Mod ist ja aus dem 2012er Skiregion-Simulator. Das ist keine komplette Neuentwicklung, sondern das wurde von damals übernommen. Das heißt, dementsprechend verzeihe ich das jetzt hier auch, dass da rundherum das Ganze nicht dreidimensional ausgemoddet ist. Aber da sieht man schon, da wäre noch einiges möglich gewesen. Da hätte man noch einiges machen können. Hier sieht man schön die Wasserdüsen. Wenn wir die jetzt mal auch einschalten, dann sieht man hinten dreht der Ventilator, der erzeugt eben ordentlich Winddruck und dann kommt hier eben das Wasser raus. Man sieht so ein bisschen angedeutet, dass es hier raussprüht und die kalte Luft sorgt dann, dass das Wasser dementsprechend kristallisiert. Es wird zu Schnee und wird dann nach vorne rausgefeuert. So, wenn wir jetzt zum Vergleich die hier mal anlassen, weil wir drehen uns die auch so dementsprechend passend hin, ein bisschen hoch, dann macht die im Grunde nichts anderes. Das sind beide Schneekanonen, die haben beide im Grunde dasselbe Prinzip, wie sie arbeiten. Und hier sieht man, wird ebenso rausgefeuert. Und die Wurfweite ist eigentlich ziemlich ident. Die werfen gleich weit, werfen auch beide gleich viel Schnee. Und hier sieht man dasselbe Prinzip, nur mit dem Unterschied, dass hier der Schnee schon von hier draußen wegkommt. Gefühlt von hier hinten schon, sagen wir mal so. Wir können ja mal hinten reinschauen. Können wir das von hier aus sagen? Nein, können wir nicht, von wo der Schnee generiert hat. Aber hier sieht man eben, Elektromotor treibt hier das Ganze an und es feuert den Schnee raus. Und hier genau dasselbe. Falls ihr mal beim Skifahren so eine Schneekanone seht und ihr seht, das Ding dreht sich, aber da kommt vorne kein Schnee raus, dann ist das einfach vom Wind. Das wird hier hinten ausgekoppelt, dann treibt der Wind das Ganze an. Aber das ist soweit in Ordnung, das darf schon so sein. Gut, wir lassen das Ganze hier mal ein bisschen weiter schneiden. Währenddessen fahren wir mal eben runter zu unserer Testplattform, wo ich schon mal das Ganze so ein bisschen ausgetestet habe und werden uns dort mal so einen Hydranten ansehen. Dort habe ich nämlich einen positioniert. Die sind normalerweise nicht hier im Spiel vorhanden. Zumindest hätte ich bis dato noch keinen einzigen Hydranten irgendwo stehen gesehen. Und dann würde ich sagen, geht schon los hier. Wir fahren mit unseren 600er mal schön darunter und schauen uns das Ganze dementsprechend an. Nun bin ich schon gespannt, wie das Ganze denn so zum Aufschieben geht. Merkt man da was? Kann man sich so einen Hügel mehr oder weniger bauen? Weil das ist etwas, was ich persönlich beim Skiregion-Simulator 2012 richtig gefeiert habe, dass du mehr oder weniger selber Rampen aufschneiden konntest. Ich habe das jetzt an sich hier noch nie ausprobiert. Wir können eigentlich, wenn wir hier runterfahren, über die Büste auch die Fräse runterlassen. Kann nur von Vorteil sein. Die auch nicht wundern, der Schnee, der hier höher ist, das war eben auch eine Schneekanone, die ich für das Thumbnail hier gemeinsam mit den zwei Büstenbullis positioniert habe. So. Gut. Winde habe ich jetzt keine eingehängt, aber das dürfte schon auch ohne gehen. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir da reinfahren. Gut, okay, der wird angeschoben. Macht man dann eine schöne Schlucht durch, also mit Rampen bauen ist eher weniger. Jetzt muss man schauen, dass wir hier auch wieder nach hinten wegkommen. Ja, hier noch kein Problem. Somit passt das eigentlich und dann würde ich sagen, schieben wir gleich mal hier so rückwärts hin. So, dann steigen wir mal aus und dann schauen wir uns so einen Hydranten eben an. Und das ist nämlich ein sogenannter Hydrant. Hier kann man einerseits den Strom anschließen. Hier sieht man schön Starkstrom, Lichtstrom. Das ist ja alles vorhanden. Und die Anschlüsse, normalerweise ist ja auch irgendwo der Wasseranschluss. Ich vermute mal, der ist jetzt hier unter der Kappe drin. Den sieht man nicht. Aber der geht dann irgendwo da unten raus. Und über den werden eben die Schneekanonen angeschlossen. Hier hinten liegt sie irgendwo.
unsere Kanone, die leider einen Abflug gemacht hat. Wie gesagt, die bleiben nicht stehen, dementsprechend würde ich warten, bis das dann ein Update kommt. Wahrscheinlich ist dann auch hier das Ganze schön ausgemoddet, dass hier alles passt. Aber hier fährt man dann halt in die Kanone rein mit Strom und Wasser. Wo jetzt hier genau der Anschluss ist, kann ich nicht sagen, finde ich nicht. Ich vermute mal, hier bei dem Bedienpanel kann man sicher aufmachen und da darunter dann mit Wasser reinfahren, damit das Ganze halt eben auch mit Wasser und Strom versorgt ist. Wir werden jetzt nochmal hochfahren, schauen wir mal, was da jetzt für ein Berg entstanden ist. So, dann setzen wir uns hier hin. So, erstmal drehen. Dann wieder runter mit der Fräse. Und dann fahren wir da hier gleich wieder schön entlang vom Berg hoch, dass wir unsere Piste auch schön mitpräparieren. So, da lang. Dann ziehen wir hier auch gleich eine zweite Spur. Wir hätten auch theoretisch beim Runterfahren gleich hier präparieren können, aber ist egal. Wie gesagt, hier hoffe ich halt wirklich, dass noch andere 600er beispielsweise reinkommen als Mod, weil die Level Red ist natürlich geil, ist die neueste, aber da gibt es auch ältere Modelle, die durchaus interessant sein könnten. Oh, jetzt habe ich hier einen Haufen reingeschoben, das ist gar nicht gut. Wollte ich eigentlich nicht. Wir schalten die zwei Kollegen mal ab. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die wieder eingeschaltet habe. Ja, habe ich. Das wollte ich nicht. Und ja, man sieht hier, sie erzeugen das schnell bis Schneelevel. Somit sind sie eigentlich identische Kanonen, machen keinen großen Unterschied. Aber wenn man natürlich ein Techno-Alpin-Fan ist, weil man beispielsweise die im Skigebiet selber nutzt, indem man arbeitet, ist es natürlich eine geile Sache, wenn man die mit im Spiel drin hat. Soweit, so gut. Wie gesagt, sie macht noch Probleme, sie fliegt noch durch die Luft, also die sind beide gestern genauso da gestanden, heute früh lag sie da vorne, deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt zum aktuellen Zeitpunkt schon intelligent ist, das Ding einzusetzen. Ein Vorteil hat sie definitiv, und zwar, wenn wir hier auf den Shop gehen, und zwar unter Mods findet man sie nicht, so viel dazu, weil es ist unter Beschneiung, das wird gleich hier reingeschmissen. Du sparst dir gut 10.000 Euro. Das Ding ist 10.000 Euro günstiger als die von Marmotta, die Gigasnow 100, da ist die Technoalpin T60 dann doch, ja, besser unterwegs, sage ich mal. Sie wird, wie gesagt, von den Propellern getrieben, ist aber hier genau dasselbe, nur dass der Propeller den Antrieb außen hat, hinter dem Propeller, und der eben das Ganze vorher. Aber es ist im Summe dasselbe Resultat, was rauskommt, da tut sich nicht allzu viel. So, meine Katze ist mich auch gerade besuchen gekommen. Wie gesagt, standfest ist sie zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, da muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden, ist aber, glaube ich, weniger das Problem. Ich glaube, das hat das Modding-Team relativ schnell hinter sich gebracht und relativ schnell geschafft, das dürfte gut gehen. Trotzdem würde ich zum aktuellen Zeitpunkt noch hier die Marmotta empfehlen, weil die einfach auf dem Standort auch bleibt, wo du sie hingestellt hast. Die springt nicht irgendwie umher oder sonst was. Was wir jetzt aber noch probieren werden, ist das Thema Beschneiung, denn die Schneekanonen können natürlich auch gesteuert werden. Ah, jetzt sehen wir auch, wo die rüberall hingeflogen sind. Eine liegt hier auf dem Dach, eine liegt hier, die ist aus. Die rotiert irgendwo, keine Ahnung, wo das sein soll. Und hier dasselbe, das heißt, ja, das ist halt eher ein fragliches Thema, wenn ich mir denke, die bleibt hier schön stehen, die ist schön stehen geblieben, die haben wir wieder zurückpositioniert, aber der Rest liegt halt irgendwo. Das ist halt dann doch irgendwo ein bisschen blöd, sage ich mal. Das muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden, damit dieser Mod auch wirklich gut funktioniert. Aber man kann natürlich genauso die Schneekanone fernsteuern. Also gehen wir hier auf die zwei hier. Man kann die genauso fernsteuern, wie man möchte. Und sagen, gut, starte das Ganze, du kannst sie einer Gruppe zuweisen. Und sagen, Gruppe 1 off, Gruppe 1 start. Dann starten dementsprechend beide. Das funktioniert, da geht diese genauso mit rein. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf Stopp schalten,
dann ist da auch aus. Also man hat die ganz normalen Funktionen ebenso wie wenn man die Originale nimmt, sage ich mal. Nur dass sie halt aktuell noch ein paar Probleme machen. Aber wie gesagt, ist der erste Mod, darf man nicht so übel nehmen. Das wird mit Sicherheit noch besser werden und da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, das war's für heute. Wenn es dir gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine Weiterempfehlung da. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.